Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Mafia Episode mit Paxis. Und wir befinden uns immer noch dabei, Morello zu verfolgen. Oh, jedes Mal das mit dem einen Schuss, ey. Morello zu verfolgen und ihn dann auch hoffentlich abzuschießen. Was macht er denn jetzt? Was macht er denn jetzt? Das hat er ja vorher noch nie gemacht. Ah, zwei Schüsse, sehr toll. Also wie gesagt, wir werden uns diesmal einfach rechts halten. Ich denke, dann kann ich mir einige Kämpfe sparen. Ich glaube nämlich, die von links kommen nicht alle her. Was macht er denn? Okay. War hier nicht noch einer? Ja. Oh, war's schon oder was? Sehr gut. Ja, nehmen wir uns mal die Schrotflinte mit. Aber natürlich auch die restliche Munition, davon können wir hier natürlich nicht genug brauchen, nicht genügend haben. Colt-Munition, ach, hier waren wir ja schon. Dann natürlich diese Thompson-Munition. Oh, diesmal haben wir auch deutlich mehr Schuss, hat nicht so viel geschossen, das ist natürlich gut. Fast 100 Schuss mit der Thompson. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Also wie gesagt, wir halten uns dieses Mal einfach rechts. Hier müsste jetzt gleich irgendwo einer kommen. Oh, da oben ist ja einer. Gut, dann schießen wir den erstmal ab. Ha! Ging ja schnell. Diese nervigen Vögel, ey. So, also letztes Mal kam auf jeden Fall hier jemand um die Ecke. Da haben wir noch 99 an Energie, also es läuft ganz gut bisher. Mal vorsichtig und sauber weitermachen. Hier war dann noch jemand, oder? Okay. Okay, läuft ganz gut bisher. Lassen wir ihn mal weiterleiten. Und dann bleiben wir jetzt einfach. Ich denke, ich werde sogar noch ein Stück weiter nach rechts gehen. Da kann ich dann auch besser links einblicken, als wenn jemand von da dann irgendwie kommt, sehe ich das ja schneller. Oder besser. Und die sind halt viel zu weit weg, als dass sie mir wirklich gefährlich werden würden. Ich muss nur aufpassen, dass die da oben uns nicht unbedingt direkt treffen können. Dieser Nebel ist mir beim ersten Mal gar nicht so aufgefallen, muss ich zugeben. Okay. Gehen wir mal hier in Deckung. Schauen mal kurz. Links ist niemand. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns erstmal den Typ da oben vor. Auch wenn der aus der Entfernung schwer zu sehen ist. Aber ich glaube, ich treffe ihn. Ja, das war's. Wobei ich schon merkwürdig finde, dass diese Thompson so weit schießen kann. Das Maschinengewehr. Eines der ersten. Das hat natürlich extrem verzogen. So, jetzt gucken wir mal, dass wir den anderen auch erwischen, bevor er ab uns schießt. Boah, treffe ich ihn nicht. Fuck, der läuft so behindert hin und her. Jetzt, oder? Haben wir's? Glaube ich schon. Gut, jetzt gucken wir mal noch das Linkse, wie gesagt, und jemand im Rücken fällt. Okay, ich sehe erstmal niemanden. Jetzt hat's geschossen. Da. Gut, die Waffe nehmen wir lieber auch mal mit. Jetzt haben wir noch 60 Schuss von der Thompson, aber ich denke, es ist okay. Was war denn das für eine Waffe? Wo sind die? Hä? Ich kann sie nicht sehen. Wo ist sie denn? Naja, egal. Gut, ich weiß nicht, wo der Morello ist. Ich habe ihn beim ersten Mal noch nicht gefunden. Können wir eigentlich hier hoch? Nee, wir können natürlich die leider nicht benutzen, wäre ja auch zu einfach gewesen, die Munition zu klauen. Aber ich finde es schon mal geil, dass wir noch 99 Energie haben.
Ich habe doch gerade einen Zivilisten gehört. Ich glaube, hier ist kein Gegner drin, wenn ich mich recht entsinne. Oh, da oben steht ja noch einer. Lebt immer noch, oder? Schuss haben wir noch. Jetzt ist er tot, ey. Auf die Entfernung dauert es aber echt manchmal ewig. Halle 2. Auch da sind keine Gegner zu sehen. Ich glaube, wenn wir hier reingehen, finden wir dann die Energie, aber die brauchen wir ja logischerweise momentan noch nicht. Erst wenn wir unter 50 haben. Okay, da war gerade jemand. Ich bleibe erst an meiner Strategie und gehe weiter rechts den Weg entlang. Oh, da kommt nochmal so ein Ding. Ah, da sieht mich auch schon, wie ich sehe. Er schießt schon. Er ist einfach runtergefallen und gestorben. Geil, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Er ist einfach runtergegangen und dadurch dann gestorben, weil es zu hoch war. Das ist ja nice. Ah, die haben so ein Gewehr. Das ist natürlich mit der Entfernung auch nicht schlecht. Aber sobald ich halt die Waffe wechsle, fällt das Ding runter. Aber vielleicht muss ich ja nochmal auf Distanz schießen, deswegen nehme ich die Waffe mit. Okay, wenn ich nach unten mit dem Rad gehe, dann geht es auch so. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Jetzt haben wir den Thompson. Ja. Okay, dann lassen wir es erstmal so. Oh. Oh. Hat er etwa auch so einen Thompson? Das wäre gut, dann würden wir wieder neue Munition bekommen. Er ist zumindest schon mal tot. So, also wir müssen nicht aufs Schiff oder so, wie es aussieht. Wo ist denn dieser Morello? Ja, da hat eine Thompson. Sehr gut. Ah, 200 Schuss. Na also, jetzt brauchen wir das Gewehr wahrscheinlich auch gar nicht. Weil ich denke, 244 Schuss, die werden wir nicht so schnell verballern. Oh, von wo schießt's? Von wo schießt's? Ah, da drin ist jemand. Auch wieder extrem weit weg. So schwer zu zielen, ey. Oh, ich gehe noch ein Stück rein, ist mir gerade zu anstrengend. Da baller ich zu oft vorbei, als dass sich das lohnt. Ich glaube, er ist tot. Dann haben wir hier noch jemanden. Das scheint ein leichteres Ziel zu sein. Ach, hier ist noch einer. Wo kommt der her? Okay. Aber es war auf jeden Fall ein guter Plan, über rechts zu gehen, weil wie man sieht, immer noch ziemlich viel Energie, war relativ einfach bisher. Okay, hier ist schon mal niemand. Aber ich denke mal, hier waren dann auch Typen. Hier muss doch irgendwo der Morello sein, oder? Er hat auch wieder so ein Gewehr. Steht irgendwelche merkwürdigen Kisten rum. Okay. Hier haben wir nochmal Energie, die brauchen wir jetzt aber erstmal nicht. Was? Die Tür geht nicht auf, okay, die Tür geht nicht auf. Die auch nicht.
Aber die geht auf. Wo ist denn der Typ? Man hat eine Pumpgun aus der Entfernung und der auch, oder? Ja. Konnten sie mir ja gar nicht gefährlich werden. Hä, bin ich jetzt wieder am Anfang, oder was? Nee, bin ich nicht. Nee, ich war noch kurz verwirrt wegen dem Auto. Ich wollte schon sagen, das kann ja nicht sein. Hm. Wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich hier raus? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Guck nochmal auf die Seite. Puh, ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Erledige Sergio Morello. Ja, wo ist er denn? Ich gehe mal hier raus und guck, ob da irgendwas ist. Nö, die Straßen sind leer. Keine Fußgänger. Kein Auto. Gar nichts. Aber der ist doch nicht hier rausgelaufen, oder? Das würde mir doch mitgeteilt werden. Oh, was ist denn das für eine unangenehme Mission? Also unangenehm im Sinne von, ich weiß nicht, wo der Typ ist. Ist der wirklich nicht irgendwo hier drin? Hab ich irgendwas übersehen? Geht nicht auf. Geht nicht auf. Hier war schon drin Energie, die ich eh nicht brauche, momentan zumindest nicht. Wie soll denn der sich verstecken? Ich verstehe das nicht. Die Tür geht auch nicht auf. Ja, dann müssen wir wohl jetzt doch mal hier rechts zurückgehen. Schade, ich habe eigentlich gedacht, dass wir da ein paar Gegnern aus dem Weg gehen können, aber... Ich glaube, das hat sich gerade soeben erledigt. 1908, hier geht's nicht rein, oder? Tür. Oh, fuck, fuck, fuck! Von wo? Ich meine, 95, das geht ja noch, aber wir müssen doch irgendwo sich hier verstecken, oder? Ja. Ach, das war's schon. Und der hatte, glaube ich, auch diese... Thompson, oder? Ja, da laden wir nämlich mal nach. Und nehmen die mit und schon haben wir wieder volle Money. Und dann schauen wir mal. Ach, hier geht's ja auch noch lang. Aber eigentlich wollte ich erstmal gucken, ob ich mal hier rein. Ne, kommt man auch nicht rein. Hier ist doch ein Auto, das könnte doch von ihm sein, oder? Ist das sein Auto gewesen? Ich glaube, also müsste ja irgendwo hier sein. Irgendwo hier müsste er dann wohl sein Unwesen treiben. Ich gehe mal hier lang und schaue, ob man da vielleicht irgendwie übers Dach oder sowas rein muss. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Okay, alles clean. Oh, man konnte jetzt auf Amazon kostenlos Tom Clancy's Rainbow Six Las Vegas runterladen. Legal, kostenlos, legal. Vielleicht, let's play ich das auch mal irgendwann. Mal schauen. Jetzt sind wir aber echt fast wieder am Anfang. Hä? Wo ist der denn? Ach so, lungert hier oben nicht noch einer rum? Gleich mal lieber ab, bevor ich noch mir irgendwann Rücken fällt. Ha! Einmal in den Kopf geschossen, das war's. Wo ist der denn? Oh, das gibt's doch nicht. Hier ist doch den sein Auto, oder? Bin ich dumm. Da kommen wir jetzt noch nicht rein, weil das Auto noch nicht kennt oder was. Mhm. Och Mann, ey, das Ding ist vor allem, ich kann ja nicht speichern, ich muss das jetzt finden. Ich muss jetzt rausfinden, wo der Spasti ist. Ich habe echt gedacht, dass ich hier irgendwie übers Dach rein muss, aber ich habe mich wohl geirrt, weil hier komme ich nicht hoch, das ist zu hoch. Was für ein Dreck? Wo ist er denn?
Gnädige Sergio Morello, ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ein Mist, so ein verdammter. Das ist so ein großes Areal. Ich hab da jetzt keinen Bock, jeden Millimeter von dem Areal abzulaufen. Muss doch irgendwo hier sein. Muss ich irgendwas übersehen haben und dieses Schiff geht mir auf den Sack. Komm ich hier rein? Das ist ja auch noch in der Nähe von dem Auto. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo reinkomme. Ansonsten habe ich mittlerweile ja wirklich fast jeden abgeknallt, der hier sein Unwesen treibt. Hier war, glaube ich, nochmal Energie, genau. Ich habe Frauen und Kinder. Ja, das sind nicht bloß die Zivilisten. Schwierig, schwierig, schwierig. Und die Halle hier kommt man auch überhaupt gar nicht rein. Ich gehe einfach nochmal an Anfang. Zum Anfang der Mission, wo die gestartet hat, und gehe dann einfach links lang und gucke, ob ich ihn da irgendwo sehe. Mir fällt gerade überhaupt nichts anderes ein. Ich meine, was soll ich denn so machen? Warum soll ich die denn umbringen? Warum haben die also da Angst vor mir? Ich bin ja bloß die Bösen um. Müssen doch eigentlich auch noch welche sein, oder? Das erste Mal im Spiel, dass ich erschrocken bin. Kann natürlich auch sein, dass es erst irgendwie triggert, wenn ich alle Gegner umgebracht habe und dann irgendwie eine Zwischensequenz kommt. Das kann auch sein, das weiß ich nicht. Probieren wir mal aus. Oben ist noch einer, aber... Okay. Wo rennt der denn rum? Okay, die nächste Ladung Gegner weg. Ah, ein Colt. Okay, das ist ein Zivilist. Ah, das ist echt eine hässliche Mission, ganz ehrlich. Naja, wenigstens habe ich genügend Munition, aber... Ich würde halt... schon... gerne langsam mal diesen Herrn Morello finden, weil ich kann leider auch keine Doppelfolge aufnehmen. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Aufnahme beende, dann darf ich beim nächsten Mal nochmal von vorne anfangen und alles nochmal machen. Da habe ich eigentlich überhaupt keine Lust drauf. Oh, Mann. Echt nicht geil gemacht, muss ich sagen. Also wie gesagt, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, man muss alle Gegner umbringen, um ihn zu finden. Das könnte ich mir ehrlich gesagt noch vorstellen. Aber... ob das wirklich so ist, das wäre ehrlich gesagt ziemlich merkwürdig. War sonst ja auch nicht so. Ich guck mal, ob ich hier irgendwie reinkomme, aber die sehen so behindert aus, die Türen, das glaube ich nicht. Nee. Das wäre auch merkwürdig, oder? Wenn direkt am Anfang hier in so einem Gebäude dieser Morello ist und wir gehen den ganzen Weg da zurück. Kann ich eigentlich mit irgendeinem Auto hier fahren, damit ich wenigstens schneller hin und her komme? Ja, sehr schön. Dann fahren wir jetzt mal wieder nach hinten. So, dann halten wir mal nachher aus dem Fenster, damit wir ein bisschen hin und her gucken können, ob da irgendwo jemand ist. Ich
Hier in dem Komplex waren wir noch nicht drin, dann gehen wir mal kurz rein. Bisschen überziehen könnte ich, das kann ich versuchen. Aber ich weiß nicht, wie lange ich überziehen kann. Ich bekomme mal Besuch, deswegen schauen wir mal. Okay, so langsam könnten wir uns mal so eine Energiedingens da holen. Schauen noch mal kurz hier rein, ob da auch niemand mehr drin ist. Ne. Es sind aber echt noch mehr Gegner hier unterwegs, als ich gedacht hätte. Und jetzt haben wir auch ein bisschen Energie verloren. Aber ich bin auch logischerweise nicht mehr ganz so vorsichtig gewesen, weil ich erstens gedacht habe, dass hier eh niemand mehr groß unterwegs ist. Und zweitens geht langsam auch meine Geduld etwas blöden. Ja, seid ruhig, ich will überhaupt nicht auf euch schießen. Bring mich bitte in Ruhe. Alleine Angst, aber okay, ist wahrscheinlich schwierig für die zu unterscheiden, wer gut und wer böse ist. Nein, Gnade, bring mich bitte. Oh fuck! Ich war da jetzt schon überall! Nein, Gnade, bring mich bitte nicht um! Oder? Fast überall zumindest. Also, wenn ihr das seht, gebt mir bitte einen Tipp. Wo ist dieser hässliche Morello? Es kann natürlich auch sein, dass ich dann schon wieder die nächste Aufnahme gemacht habe und den Tipp mehr brauche, aber sicher, sicher. Würde ich mir erstmal gerne Energie holen, um ehrlich zu sein. Jetzt bin ich wieder da, wo ich schon mal war, nämlich bei seinem hässlichen Auto, aber ich habe keinen Plan. War da hinten nicht die Energie? Ich bin gerade überlegen. Ja, da war die Energie. Jetzt bin ich wieder bei seinem Wagen, aber das hilft mir dann logischerweise auch nicht weiter, wenn ich weiß, wo sein Auto steht, aber nicht weiß, wo er ist. Es muss irgendwo dort sein. Das ist am logischsten, das ist am weitesten weg von der Anfangssequenz. Muss ich doch irgendwo hier versteckt haben. Also, warum denn nicht hier drin? Warum komme ich nicht hier rein? Komme ich irgendwie auf das andere Dach drauf und habe irgendwas übersehen? Er kann aber nicht so hoch springen, also klettern, besser gesagt. Er kommt wahrscheinlich nicht mal hier hoch. Sag ich doch. Ach, Mann, Mann, Mann. Ich denn hier hin? Ich meine, hier waren ja auch Gegner. Zwei Stück. Da wollen die mir echt erzählen? Wollen die mir echt erzählen, dass er irgendwo hier raus ist? Nee. Ich meine, sie müssen ja dann zu Fuß raus sein. Ich sehe jetzt hier auch keinen Hinweis darauf, dass wir hier raus müssten. Ich habe noch was zu erledigen. Damit wollte er mir wohl sagen, dass ich zurück muss. Ja, hier hört's auch auf, also ich komme hier nicht weiter. Ja, ich muss da wieder rein. Naja, dann kann ich mir wenigstens... Ich habe noch was zu erledigen. Ja, ich weiß. Kann ich mir wenigstens damit sicher sein, dass ich hier rein muss, aber... zufriedenstellen tut mir jetzt diese Erkenntnis auch nicht, weil das wusste ich ja eigentlich. Okay. Damit kann ich auch fahren, will ich aber eigentlich überhaupt gar nicht. Oder gucken, ob ich reinkomme. Puh, also ich... Was gibt's doch nicht? Was übersehe ich denn? Kann doch nicht so schwer sein, den Typ zu finden.
Da kann man auch nicht rein. Jetzt bin ich auch wieder weiter von dem Auto weg. Also wie gesagt, ich würde ja behaupten, das hat was damit zu tun. Das ist ein Hinweis. Da in der Nähe ist er irgendwo. Aber hier geht's auch nicht weiter, oder? Ne. Wasser ist natürlich auch grandios animiert. Die Wellen sind richtig geil. Aber okay, von weit weg sieht's cool aus. Wurde das 1908 gegründet oder warum steht das da? Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Die wollen mich doch komplett verarschen hier. Kann man in die Lagerhalle rein, aber eigentlich waren die Hallen immer offen, oder in die man rein konnte? Jetzt beziehen wir aber schon ordentlich, ey. Das gibt's doch nicht. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Mann, sowas regt mich auf, ey. Wenn ich irgendwas nicht finde in dem Spiel. Wenn es eine Aufgabe ist, die ich nicht lösen kann. Oder wo ich mich so dumm anstelle, die ich tausendmal machen muss. Überhaupt kein Problem. Ist eine Praxis immer für zu haben. Aber wenn ich irgendwas einfach nur nicht finde und es dann vielleicht am Endeffekt einfach nur daran liegt, weil es ein Bug ist oder sowas, dann reg ich mich auf. Oh Mann! Ich denke, ich werde jetzt aufgeben. Ich habe keine Zeit mehr und ich weiß auch einfach nicht, wo ich hin muss. Wie ärgerlich. Ja, ich denke, bevor ich die nächste Aufnahme mache, entweder habt ihr mir einen Tipp gegeben, wo der Typ ist, oder ich denke, ich werde es nachschauen, weil, wie gesagt, es liegt ja nicht an meiner spielerischen Kompetenz, dass ich das nicht schaffe, sondern ich finde ihn einfach nicht. Ich habe ja jetzt schon jeden Gegner umgebracht. Glaube ich zumindest. Von daher werde ich einfach schauen, wo der Typ ist. Dispatch Hall. Hier war ich auch schon drinnen. Dem hier war ich glaube ich noch nicht drin, aber da kommen wir glaube ich gar nicht rein. Halle 1, da waren wir schon drin. Jetzt gehen wir auch immer wieder immer näher zum Anfang, also es ist jetzt auch unwahrscheinlich, dass wir da hin müssen. Und auf die Schiffe kommen wir auch nicht drauf. Naja, ich beende die Sache jetzt hier. Ich habe keinen Plan, wo das sein soll, wo der Typ ist. Ich hoffe, beim nächsten Mal weiß ich mehr. Also in diesem Sinne, bis morgen, euer Praxis.